In Hamburg sagt man Prost. Ja, in Hamburg trinkt man Astra, nicht? DAW-Versteher, dein Podcast im Recording-Blog mit Björn und Jonas. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von deinem Lieblingspodcast. Die DAW-Versteher melden sich hier aus der Messehölle, aus der Messehalle hier von Hamburg an meiner Seite. Hölle, Halle. Frisch gestylt und gut gelaunt. Björn, die goldenen Ohren von Hamburg Schlüter. Ja, vielen, vielen Dank, lieber Jonas. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zur neuen Folge und schön, dass ihr natürlich auch hier live dabei seid auf der Studioszene. Und ich begrüße natürlich an meiner Seite den liebreizenden, charmanten Jonas Wagner. Schön, dass du da bist. Himself. Ja, schön, dass wir da sind, weil wir sind ja, wie man optisch sehen kann, tatsächlich hier nicht in den heiligen Hallen von Björns Studio im Storia Mastering Studio, sondern wir sind hier tatsächlich auf der Studioszene in Hamburg. Direkt vor Publikum sitzen wir hier und quatschen die Kamera und natürlich auch euch voll und freuen uns schon, weil wir eine ganze Menge Eindrücke mitgebracht haben. Und falls du das erste Mal hier sein solltest, wir sind zwei Kumpels, die sich eigentlich immer regelmäßig über Audiotechnik austauschen. Ein Mastering-Engineer, ein Mix-Engineer und Edutainer, möchte ich sagen, oder YouTube-Heini sagen andere. Und wir quatschen einfach sowieso schon so viel, dass wir irgendwann gesagt haben, komm, wir müssen einfach mal einen Podcast machen. Wir reden jetzt einfach mal vor der Kamera oder vor dem Mikrofon und unterhalten uns. Und wenn du das erste Mal dabei sein solltest, schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Wir werden dir jetzt erstmal eine charmante Stunde bereiten und uns übrigens auch. Und wir trinken traditionell Kaffee. Ja. Eigentlich aus unseren DAW-Versteher-Tassen, von denen eine hier unten steht. Fremdtasse. Die halte ich mal hoch. Halte ich mal hoch hier. Da ist die DAW-Versteher-Tasse. Ich habe die mal mitgenommen, weil wir die dann hinterher hier unter die Leute bringen werden, live. Aber... Und das ist auch ungewohnt, wir haben ein Mikrofon vor der Nase, aber da rede ich mal gleich drüber. Erstmal Prost, ne? Prost zusammen. Jammers. Denn normalerweise haben wir ja Headsets auf von dpa, die ich immer ganz gut finde, weil wenn man den Kopf neigt, irgendwo anders hinsprechen möchte, dann ist es immer ganz praktisch, wenn dann das Mikrofon auch mitgeht. Und wenn wir das Headset anhaben, dann ist es egal, wohin ich spreche. Wenn ich jetzt hier... nicht weg. Ich glaube, das hat jeder verstanden. Wenn man nicht ins Mikrofon spricht, hört man es nicht. Ja, ist das so? Es gibt Mikrofone, die nehmen auch noch eine ganze Menge anderes Zeug auf. Aber letztendlich, wir sitzen ja hier vor diesem interessanten Mikrofon, vor der neuen Variante vom SM7, dem SM7 DB mit eingebautem Clip-Lifter. Cloud-Lifter. Ja, Cloud-Lifter, genau, so heißt das Ding. Sehr spannend, für mich jetzt gewöhnungsbedürftig, weil ich muss jetzt immer gucken, dass ich hier oben drauf bleibe. Außerdem haben wir diese Kopfhörer auf, das ist auch sehr spannend. Das heißt, mit einer leichten Latenz, weil Funk. Aber das heißt, wir haben so einen schönen Chorus-Effekt auch so ein bisschen. Aber nichtsdestotrotz haben wir eine ganze Menge Eindrücke hier schon auf der Messe mitgenommen und haben hier wirklich den einen oder die andere schon getroffen und gequatscht irgendwie. Wie letztes Jahr übrigens auch Warren Hewitt schon wieder gesehen, der hier rumläuft und Berichte macht. Also guck mal auf dem Produce Like a Pro-Kanal rein, da findet ihr auf jeden Fall später noch einen kompletten Breakdown von allem, was hier gewesen ist. Und ich habe persönlich mein eigentliches Highlight schon gestern gehabt hier tatsächlich, aber wir kommen mal erstmal zu Björns Highlight, weil ihr habt ja sicherlich die Leute, die schon ein bisschen länger dabei sind, schon verfolgt, dass Björn ja immer so ein bisschen auf dem Sprung ist, du bist immer so auf dem Sprung mit einem Kopfhörer rumzunesteln. Die langjährigen, kann man jetzt nach fast 3 Jahren oder 2,5 fast Jahren 3 Jahre Podcast. Podcast schon sagen, wissen ja, dass ich absoluter Kopfhörer-Hasser bin. Ja, also eigentlich von Haus dabei aus. Dabei steht er dir so gut. Ja, vor allem, wenn er grün leuchtet. Ja, leider nicht Gold leuchtet, aber genau, kein großer Fan von Kopfhörern. Bisschen diplomatischer ausgedrückt. Ja. Ne? Allerdings hast du mir ja vor 2 Wochen, als wir die letzte Folge Podcast aufgenommen haben, deine neueste Errungenschaft an Kopfhörer, nämlich den Verum Audio. Den Verum 1 aus der Ukraine, genau. Ja. Genau, wir hatten drüber gesprochen, glaube ich, in der letzten Folge. Hattest du mir ja mal dagelassen, so ganz, ja, kannst ja mal. Hör doch mal rein, so. Ich will dich nicht anfixen, aber hör doch mal rein. Und natürlich habe ich den Kopfhörer dann auch eingesetzt, kann man sagen, also wirklich auch in Produktionssituationen genutzt. Ich habe jetzt nicht drauf gemastert, für alle, die jetzt vielleicht denken, okay, ich habe letzte Woche einen Song bei Björn mastern lassen. Kam der jetzt über den Verum? Nein, tatsächlich habe ich mich das ehrlich gesagt nicht getraut, beziehungsweise habe das auch noch nicht probiert. Ja. Aber ich habe mit dem Kopfhörer ein bisschen gearbeitet, ein bisschen Vorbereitungsarbeit und so gemacht und war schon schwer begeistert davon, was dieser Kopfhörer ja für unter 400 Euro, darf man nicht vergessen. Ja, also der kostet tatsächlich, für alle, die sich dafür interessieren, kostet 380 Euro inklusive Versand und Zoll tatsächlich. Ja. Und funkt echt für mich persönlich auf dem Niveau von einem Kopfhörer 800 Euro Range locker. Genau. Aber wir haben ja hier auch einen Kopfhörer gehört, der noch in einer anderen Range spielt. Genau, wir waren dann beim Stand von Mega Audio, ist es glaube ich, ne, der Vertrieb, die Odyssey-Produkte vertreiben, ne, Kopfhörer und auch noch ganz viel anderen Kram da. Rupert Neve Designs, SE Electronics, Precasti,
alles mögliche. DDR-Wandler und so ein Zeug. Wunderschöne Sachen. Ja. Und haben tatsächlich mal in einem sehr aufwendigen, hochwissenschaftlichen Prozess uns die beiden Kopfhörer mit unseren Referenzen so gegenseitig übergestülpt, quasi also immer im Wechsel. Wer uns mal beobachtet hat, wie uns ständig die Kopfhörer hin und her schmeißen, der hat gedacht, die beiden haben sie doch jetzt auch nicht mehr alle auf dem Lauen. Da bin ich mir sicher, dass das unseren ersten Eindruck nicht verbessert hat ungefähr. Naja, das war halt unser Kopfhörerballett, was wir da gemacht haben. Dementsprechend war das auf jeden Fall. Aber es war ja sehr erfolgreich, weil wir konnten dadurch den fast 400 Euro Kopfhörer hören gegen einen 2000 Euro Kopfhörer. Ja. Und ich persönlich war erstaunt, ja, wie nah der günstige Kopfhörer, also er ist ja nicht günstig, 400 Euro ist auch viel Geld, ne? Aber wie nah das Teil da echt schon dran gesprungen ist, ist aber auch ganz schnell klar geworden, wo die Unterschiede waren, ne? Genau, also ich meine, wir sprechen über den Audacy MM500. Genau, MM steht für Mani Marokka, ein berühmter Mischer. Und genau. Der hat diesen Kopfhörer designt mit Audacy zusammen. Straßenpreis gerade so um die 1800, also ein enormer Unterschied. Mit dem einen oder anderen krempeln sich hier schon die Fingernägel hoch. 1800 Euro, seid ihr wahnsinnig für einen Kopfhörer? Was kommt denn noch irgendwie? Ja, natürlich ist das sehr, sehr viel Geld. Jetzt haben wir da natürlich auch über einen Bricasti-Kopfhörerverstärker und für nicht weniger als 2500 digital Euro. Digital-Analog-Konverter gehört. Keine Frage, aber wir haben ja beide Kopfhörer über das gleiche System gehört, über den gleichen Kopfhörerverstärker, über den gleichen Wandler. Man muss schon sagen, dass der deutlich teure Odyssey-Kopfhörer schon wirklich nochmal in einer komplett anderen Liga spielt. Das muss man so sagen. Jetzt muss natürlich jeder für sich selber entscheiden, der sagt, okay, das ist für mich wirklich interessant, weil ich kann nicht mit Boxen arbeiten, weil Mietwohnung oder was auch immer. Oder ich möchte vielleicht einfach gar nicht in Boxenraumakustik investieren, sondern möchte einfach mobil arbeiten. Ja. Das, was ja auch der Grund ist, warum ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, mein M4-System also einzutauschen, ist ja sowieso Quatsch. Verweisen zu lassen. Nein, auch auf gar keinen Fall. Sondern eben nur die Möglichkeit zu haben, von woanders, also eben nicht aus dem Studio, Dinge zumindest schon mal sehr, sehr weit vorzubereiten. Ja. Oder bis zu einem gewissen Punkt zu kriegen oder vielleicht mal Revisions- oder Änderungswünsche einzuarbeiten, ohne jetzt dafür vielleicht extra das gesamte System im Studio hochzufahren, um dann irgendwie, keine Ahnung, einen Schnitt zu setzen oder nochmal ein anderes Format zu exportieren oder solche Dinge. Ja. Und dafür muss ich jetzt aus meiner Sicht des Mastering Engineers schon sagen, dass der Unterschied doch zu krass ist, jetzt zu sagen, okay, 400 Euro für den Kopfhörer würde reichen, der mir aber dann doch, ich sag jetzt mal im Rahmen des Möglichen eines Kopfhörers, dann doch eben nicht das komplette Bild so zeigt. Wir haben ja wirklich viele Referenzen gehört gestern. Ja, tatsächlich. Wir haben eine ganze Menge Songs gegeneinander gehört und haben wirklich festgestellt, wo die Schwächen möchte ich das gar nicht nennen, wo die Andersartigkeiten sein, die Unterschiede sind zwischen den beiden Kopfhörern. Also der MM500 ist insgesamt gefälliger am Ohr. Vom Komfort her. Ja, vom Tragekomfort auf jeden Fall, aber klanglich hat er mir auch ein bisschen besser gefallen. Wäre mir gar nicht aufgefallen, wenn ich nur bei dem Verum geblieben wäre, hätte ich gesagt, boah, es ist ein verdammt guter Kopfhörer für knapp 400 Euro, das gibt's doch gar nicht. Und dann aber im direkten Vergleich mit dem MM500 war völlig klar, okay, alles klar, der spielt nochmal in einer anderen Liga. Die haben ähnliche Eltern, also auch technisch, aber der spielt nochmal klanglich in einer anderen Liga. Und ich bin mal gespannt, wann bei dir, wir sind ja noch ein bisschen wann bei dir hier die Dominosteine fallen. Wir können ja gleich nochmal rübergehen, weil wir haben ja, wie gesagt, gestern über den Bricasti AD-Wandler gehört, DA-Wandler gehört für 200.000 Euro. Ich möchte die beiden Kopfhörer nochmal direkt an mein Handy dran stecken und einfach mal gucken, wie die da performen. Ne? Ja, ist auf jeden Fall nochmal ein Vergleich wert. Ja, definitiv, auf jeden Fall. Aber ich glaube, wir sind ja noch ein bisschen hier. Wir werden nochmal ein bisschen in uns gehen und ein bisschen drüber sprechen. Was uns oder mich zumindest innerlich ja auch direkt zum nächsten Thema gebracht hat. Ja. Weil wir haben ja über dieses ganze Remote-Arbeiten, also sprich, du bist nicht im Studio. Das ist jetzt vermutlich eher für Leute interessant, die vielleicht wirklich ein Studio betreiben, also ein Studio für Fremdleistungen sozusagen oder für Dienstleistungen für andere Musiker oder so haben. Oder die eben sagen, okay, ich habe überhaupt kein Studio. Ja. Ich habe vielleicht irgendwie einen Proberaum von unserer Band, wo wir beispielsweise Dinge recorden, bei der Probe mitschneiden oder da wirklich produzieren. Ja. Und ich möchte aber einfach nach der Probe ein Kabel aus meinem Laptop oder
MacBook Rechner, eines familiär immer, geführten Unternehmens aus den USA. Aus Cupertino. Rausziehen und möchte dieses Modell mit nach Hause nehmen, um da zum Beispiel einfach die Vocals zu editieren. Und weiterzuarbeiten. Die man aufgenommen hat. Ja. Ne? Natürlich nicht in der vollen Studio-Umgebung, aber ich möchte, keine Ahnung, Vocals editieren, tunen und schon mal vorbereiten für den Mixdown. Weil für mich ist die Hürde, wenn ich jetzt im Studio arbeite und habe da mein System, ich habe ja mein ganz normales Windows-System von DRX. Mit Studio One, mit RX, Isotope RX drauf, mit jeder Menge Plugins, die du brauchst. Da auch deine Hardware natürlich. Natürlich die Hardware, der ganze Rattenschwanz, der dran hängt an Interface, Converter, das ist ja dann doch ein bisschen... Ja. Raumkorrektur. Komplizierter, genau. Ich möchte aber trotzdem, wenn ich irgendwas mache, einfach das System mitnehmen und damit weiterarbeiten und nicht mir, keine Ahnung, Audiodateien dann ausspielen aus der DAW. Ja, oder alles in der Dropbox speichern und dann wieder rüber und anderer Rechner, andere Plugins hast du nicht gesehen. Das muss ja auch alles gepflegt werden. Und wenn du nur einen Rechner hast, den du einfach dann im Studio abziehst, mit nach Hause nimmst, Kopfhörer dran, je nach Qualität und Geschmack und dann da weitermachen kannst, mal eben, oder was weiß ich, bei einem Master kannst du mal eben die Vocals noch ein dB lauter machen oder leiser. Ja, dann fährst du nicht ins Studio, sondern machst das eben am Rechner, weil Zumindest hätte man die Möglichkeit, es zu tun. Würde theoretisch gehen, genau. Oder so wie jetzt, wenn man unterwegs ist in Hamburg jetzt auf der Messe oder auf Tour oder wie auch immer, dass man eben die Möglichkeit hat, zumindest schon mal gewisse Dinge, ich wiederhole mich, aber vorzubereiten, Projekte anzulegen, schon mal vielleicht gewisse Steps in dem ganzen Prozess, der ja bei mir auch über RX geht und sowas, also über Isotope, quasi eine technische Kontrolle und sowas, das könnte man dann eben alles machen. Also es geht eben darum zu sagen, okay, würde ein kompletter Systemwechsel in dem Fall von einem stationären Windows-Rechner auf ein, in dem Fall MacBook Pro Sinn machen, um eben die Möglichkeit zu haben, mobil zu arbeiten. Und ich glaube, dass das für viele, die vielleicht überlegen, okay, ich habe irgendwie ein Gerät, keine Ahnung, einen ganz normalen Laptop von welcher Firma jetzt auch immer und ich möchte oder ich muss eventuell mein System erweitern, weil, keine Ahnung, gerade wenn man mit viel VST-Instrumenten arbeitet und Samples und so arbeitet, ja, dann reichen irgendwie 16 GB Arbeitsspeicher und 256 GB Festplatte vielleicht nicht aus. Nee. Ja, und dann zu überlegen, okay, lasse ich mir zum Beispiel von DAX, wo ja mein Studiorechner auch her ist, lasse ich mir da einen PC bauen oder bin ich selber affin oder kenne jemanden, der mir einen Computer konfigurieren kann. Oder sage ich, okay, ja, zum Beispiel Jonas, der, wie ich gestern gelernt habe übrigens, hat er das auch mal versucht, hauptberuflich zu machen. Tatsächlich. Also Computer zu konfigurieren. Kurz nach deiner Geburt habe ich tatsächlich mal ein Unternehmen gegründet, um Computerteile zu vertreiben. Also von daher, Björn kann immer noch wieder was lernen. Das sind die 20 Jahre, die zwischen uns sind. Aber sehr unerfolgreich, deswegen sitzt er ja heute hier auf dem Studiosofa, sonst wären wir jetzt auf die IT-Messe. Als er damals nach Las Vegas ging, sagte er, wenn ich es hier schaffe, dann komme ich nie wieder. Und hier ist er. Heieiei. Ja, tatsächlich, alter Spruch. Nee, ich habe da tatsächlich, auch was das angeht, diese mobile Arbeit, auch eine Expertise, möchte ich behaupten, weil ich mich tatsächlich auch mit dem Thema auseinandergesetzt habe, weil ich habe ja zu Hause, für den einen oder die andere weiß es vielleicht, ich habe zu Hause einen Hackintosh, also einen PC, den ich an 19 Zoll Gehäuse gebaut habe, wo aber ein Macintosh-Betriebssystem draufläuft. Mhm. Und das ist einer der wenigen Rechner, der auch Thunderbolt kann, weil ich ja die Apollo-Interfaces zu Hause habe oder das Apollo-Interface zu Hause habe und habe mich jetzt aber damit auseinandergesetzt, dass dieser Rechner, weil ich ja viel Video mache, vielleicht doch irgendwann aufs alte Teil geschickt werden muss. So, jetzt das Problem, bei Audio kann man doch sagen, okay, 1 TB Platte reicht vielleicht aus. Bei Video definitiv nicht, da springe ich nicht sehr weit mit 1 TB. Ne? Deswegen brauche ich natürlich viel Festplattenplatz, der auch mal variabel genutzt werden kann, also mal die Festplatte und so weiter. Das ist beim Mac natürlich, ja, der Speicher, den du eingebaut kaufst, der ist schon echt teuer. Ne? Aber ich will beim Mac bleiben und habe dann halt mein System so vorbereitet, dass ich Stück für Stück im Prinzip die Platten ausgebaut habe aus meinem Rechner und die dann quasi per Thunderbolt schon mal anbinde, sodass ich dann, wenn ich an irgendwann einen Rechner-Switch mache, eigentlich nur noch den alten Rechner, die beiden Thunderbolt-Kabel abziehe und dann quasi direkt auf den Rechner gehe und habe dann trotzdem meine gesamten Festplatten. Mhm. Das heißt, ich habe eine 4 TB-Platte nur für Video Daten, die aktuell sind. Ich habe eine 18 TB-Platte, wo Daten abgelegt werden, die ich nicht brauche. Ich habe eine 4 TB physische Platte, die sich noch dreht, irgendwie als Datengrab irgendwie. Mein Desktop ist immer überladen mit 2 TB. Sagen wir einfach große Datenmengen. Große Datenmengen und so weiter. Und das ist eigentlich mein Problem, weil ich will natürlich jetzt nicht einen 8 TB-Rechner bei Apple kaufen und da irgendwie 37.000 Euro nur für Festplattenkapazität ausgeben, sondern und habe dann auch mal mein MacBook Pro, was ich schon habe mit dem M-Prozessor, mal
testhalber angeklemmt und es funktioniert alles. Das heißt also, wenn jetzt demnächst der M4-Prozessor rauskommt, könnte ich entweder ein M4-MacBook nehmen und genauso arbeiten wie du, dass ich das dann eben abziehe und mitnehme. Wie ich das vorhabe. Wie du das vorhast, ja genau. Oder ich kaufe mir halt ein Mac Studio und muss dann aber wieder zwei Rechner pflegen. Das muss man echt berücksichtigen, wenn man zwei Rechner pflegt, zweimal die Softwarepakete. Du hast nicht von allen Plugins zwei Lizenzen oder drei, sondern manchmal nur eine. Du hast von Pinguin zum Beispiel nur eine, also Pinguin Audiometer. Genau, ne? Pinguin Audiometer oder auch der Gainame zum Beispiel, Noiseworks. Ja, sind alles Einzellizenzen. Ja. Das heißt, du müsstest theoretisch sogar zweimal kaufen oder da abmelden und dann wieder da anmelden. Das ist auch alles Unfug irgendwie. Und das ist doch komfortabler, wenn du entweder dein iLog-Account zum Beispiel direkt auf dem Rechner drauf hast online oder eben den iLog einfach nur abziehst und dran steckst und fertig und so weiter. Genau. Ne? Mhm. Ja, also ich glaube schon, bei mir ist jetzt natürlich eine spezielle Situation irgendwie, wie ich das jetzt lösen möchte. Ich glaube, viele sind vielleicht eher an dem Punkt, okay, ich will jetzt gar kein zweites System haben, weil ich sowieso... Ja, und Kosten sind das ja auch, zwei Systeme zu Kosten haben. Ja, ne? Kosten und also, zum anderen ja auch Nutzen irgendwie. Ja, ne? Ja. Aber gerade, wenn ich jetzt in der Situation, wo ich jetzt bin oder wo ich drüber nachdenke, würde ich immer sagen, okay, mittlerweile gibt es eben so dermaßen leistungsstarke Laptops, gerade auch von Apple und natürlich, leise, aber ne? Die machen natürlich keine Geräusche, auch im Windows-Bereich, ne, gibt es natürlich auch enorm leistungsstarke Notebooks oder Laptops. Und man hat eben die Chance, einfach zu sagen, okay, ich ziehe hier mein Kabel, meine Dockingstation oder was auch immer raus im Studio und nehme das Ding mit, egal wohin. Ne? Und wenn ich gerade in Buxtehude auf der Familienfeier sitze und zwischen Sektempfang und Kaffee trinken habe ich zwei Stunden nichts zu erzählen, dann kann ich mal eben ein paar Vocals editieren oder kann mal eben, keine Ahnung, irgendwas schon mal vorbereiten vielleicht. Und ich glaube, dass das gerade heutzutage, wo ja sowieso viel mehr Projektstudios, viel mehr Bedroom-Producer etc., da sind, wird das, glaube ich, auf Dauer der Weg sein. Und ich bin da schon ein bisschen angefixt. Ja? Ich fixe dich noch ein bisschen mehr an, weil stell dir vor, ich muss ja, um meine Videos aufzunehmen, muss ich halt im Studio sitzen. Das nutzt ja nichts. Sonst, also ich könnte einen Greenscreen aufstellen und dann irgendwie was hinten rein projizieren, aber dann sitze ich nicht an meinem Rechner. Ne? Also ich nehme meine Videos dann da auf und wenn ich vor allem die großen Mix-Tutorials zum Beispiel aufnehme für den Premium-Bereich, die sind ja dann teilweise 2, 3, 4 Stunden lang irgendwie und ich nehme mit 4 oder 5 Kameras auf plus Bildschirm, dann kann ich aber nach der Aufnahme diese externe Festplatte nehmen, nehme meinen Laptop und zumindest im Sommer konnte ich mich dann draußen hinsetzen und hab eine Maus und sitz dann einfach draußen in der Sonne unter Vogelgezwitscher und mach da meinen Videoschnitt, weil dafür muss ich nicht so großartig hören und hab einfach eine komfortable Situation, da zu sitzen und weiterzuarbeiten. Und wenn ich da fertig bin und es fängt an zu regnen, dann zieh ich die Platte ab, geh ins Studio, steck die da wieder dran und arbeite da weiter. Grandios, also sehr luxuriös. Ist der Plan, und ich habe letztes Jahr, habe ich ja sogar, als ich den Test für den Odyssey gemacht habe, als ich mir den Odyssey LCD 2 Classic gekauft habe, in einer Wahnsinnsaktion für 800 Euro, habe ich tatsächlich mich draußen hingesetzt und habe 2 Tage lang am Stück gemischt. Und zwar 2-mal den gleichen Song und habe einmal über den DT990 Pro von Beyerdynamic, mein Go-To-Kopfhörer und für die Kohle auch für mich persönlich der beste Kopfhörer, den man kaufen kann, mit 250 Ohm. Und dann über den Odyssey gemischt und habe dann draußen aber gesessen, schön in der Sonne, und habe da einfach mit meinem Laptop gesessen und habe dann auch nur in dem Zusammenhang dann als Einschränkung für mich noch mit Stock-Plugins gemischt, was auch cool war. Und dann konnte ich einfach hinterher sagen, okay, ich habe den Song 2-mal gemischt, ne? Und war auch nicht im Studio, sondern habe einfach über Kopfhörer gemischt und konnte dann auch wirklich beurteilen. Im Studio habe ich dann die Beurteilung gemacht, welcher Kopfhörer besser abgeschnitten hat, dann unter realen Bedingungen. Fand ich sehr, sehr spannend. Und in dem Zusammenhang war übrigens der Ken-Opener dann auch mein Eye-Opener, mein Augenöffner. Irgendwie der Ken-Opener, der das Übersprechen zwischen zwei Lautsprechern auf Kopfhörern simuliert, ist da für mich auch nochmal so ein Ding gewesen, wo ich mich nochmal sicherer gefühlt habe beim Mischen, einfach weil das eben dieses Gefühl, dass der linke Lautsprecher nur das wiedergibt, was der nur, oder das linke Ohr nur hört, was der linke Lautsprecher wiedergibt und umgekehrt, dass das weg ist, dass es eben nicht so nah am Kopf klebt. Genau, das Crosstalk, ne? Oder Crossfeed, genau. Ist da ja, eben ja, das ja, Ding. Genau. Ne? Du erzeugst dann sozusagen eine imaginäre Phantommitte, wie zwei Speaker das machen. Genau. Wo ich ja von dir jetzt auch wieder was gelernt habe. Ja, genau. Hatte ich mir jetzt ja auch installiert dann im Zuge, dass du mir den Kopfhörer für 2 Wochen zum Reinhören, zum Testen überlassen hast. Es ist nur total nervig, dieses Plugin, also den Ken-Opener von Good Hertz übrigens. Also für ihn ist das total nervig, total für mich nervig, ist das total irrelevant. Weil wenn du den in der DAW benutzt und den dann quasi auf dieser Standardeinstellung, also irgendwie 100,
Das ist also irgendwie 100% Crosstalk und irgendwie 60 Grad Winkel. Öffnungswinkel, oder so. Ja, genau. Öffnungswinkel. Dann erhebst du das Signal einfach mal um 3,5 dB oder so, glaube ich, an im Peak-Level. Und wenn du jetzt so ein Master hast, was irgendwie bei minus 1 oder minus 0,3 piekt und plötzlich machst du das Ding an, weil du das natürlich gerne im AB hören möchtest. Ne? Weil es gibt ja Leute, die wollen das mal testen, was das wirklich macht. Ja. Ne? Und plötzlich bist du 3 dB im Druckbereich dann drüber. Fand ich dann schon so ein bisschen nervig. Ich habe mich dann einfach damit abgefunden, dass man da den Pegel dann reduzieren kann, aber dass natürlich der AB-Vergleich, wenn man das Plugin dann wirklich an- und ausmacht, überhaupt nicht aussagekräftig ist, weil die wahrgenommene Lautheit dann überhaupt nichts mehr miteinander zu tun hat in dem Fall. Aber ich habe es ja dann tatsächlich auch weniger auf dem Rechner bei mir im Studio benutzt, sondern habe die Kopfhörer ja mehr auf meinem alten kleinen Schätzchen MacBook von 2015. Ist doch kein schlechter Rechner. Du, für um quasi die Apple Digital Masters zu erstellen bzw. zu kontrollieren, reicht der allemal aus, und für meine Bürotätigkeiten, für meine bürokratischen Tätigkeiten reicht das eigentlich auch sehr, sehr gut aus. Also Buchhaltung. Buchhaltung, E-Mails schreiben, Steuern, so den ganzen Kram. Dafür ist es eigentlich schon ein Luxusgerät, darf man nicht vergessen. Ja. Nee, und da habe ich dann eben den Can-Opener benutzt über dieses Sound Source, heißt es, glaube ich. Genau, Sound Source ist so ein Teil, was sich zwischen Audiotreiber und die Software schaltet, wo du dann quasi auch Plugins reinladen kannst. Oder das ist total cool irgendwie, ne? Ich meine, für alle Mac-User, es ist, glaube ich, Mac-only, ne, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne? Ja, tatsächlich. Also ich weiß gar nicht, ob das auf Windows-Rechnern so einfach umzusetzen ist, weil immer wenn ich mich mit Windows-Rechnern und Audiotreibern auseinandersetze, also mal davon ab, dass ich mich nur auf Windows-Rechnern mit Audiotreibern auseinandersetze, ich musste bei Mac noch nie einen Treiber installieren, also mein Softwarepaket für meine Konsole, aber doch nicht der einen Treiber irgendwie, ne? Aber wir werden jetzt kein Windows-Bashing machen, aber ich weiß gar nicht, ob das so trivial ist am Windows-Rechner. Aber es gibt ja auch da Software, wie heißt das, VB-Cable, das sind so virtuelle Kabel, die du ziehen kannst zwischen verschiedenen Anwendungen und so weiter. Also deswegen glaube ich, dass das auf Windows-Rechner auch mittlerweile umgesetzt ist. Ja, oder du hast halt ein Interface, was irgendwie tatsächlich auch VST-Plugins erlaubt einzubinden Ausgang. Ja gut, dass du tatsächlich VST-Plugins, also wildfremde VST-Plugins nutzen kannst, kenne ich jetzt ehrlich gesagt gar keins. Also ich weiß, dass Heritage Audio ein eigenes System jetzt aufgebaut hat, wie Universal Audio auch, aber die nehmen ja auch keine klassischen VST-Plugins, sondern ihre eigenen Plugins. Ich weiß nicht, wie die dann da eingebunden werden in die Konsole. Und dann gibt es bei Moto natürlich die internen und bei RME die internen Plugins, die du fürs Recording nehmen kannst, also Kompressor, Equalizer und so weiter. Antilope gibt es, glaube ich, auch noch, ne? Die machen auch irgendwie. Aber dass du frei VST-Plugins benutzen kannst in der Konsole für dein... Irgendeiner weiß das bestimmt von den Hörern. In Sound Source kannst du auf jeden Fall dir auf den Ausgang alle Plugins drauflegen, die du lustig bist, ohne dass du eine DAW anmachen musst. Das ist das Coole daran, weil ich habe da nämlich auch immer Span drauf, dass ich mal eben schnell auf den Analyzer gucken kann, ohne dass ich irgendwie großartig Hiccup machen muss. Und eben den Can-Opener für, wenn ich Kopfhörer aufsetze. Ja, das macht schon total Sinn, gerade wenn du dann eben, das ist ja das gleiche Problem wie mit Sonarworks und keine Ahnung, allen anderen Sachen. Das ist ja schön und gut, wenn du diese Raumkorrektur oder Kopfhörerkorrektur in der DAW hast, aber wenn du jetzt Referenzen hörst oder bei YouTube oder Spotify oder irgendwas oder halt ganz normale Audiodateien auf deinem System abspielst, dann hast du das ja alles nicht, sondern du musst immer alles über deine DAW dann hören, um diese Korrekturen oder sowas einzubinden. Und deswegen ist es ja gerade jetzt für Mac, ich weiß nicht, ob es das für Windows gibt, also wenn das jemand weiß, schreibt uns da gerne mal irgendwie, das ist ja auf jeden Fall ein interessantes Thema, dass man das, wenn man das bei Windows auch so einbinden kann, wird es bestimmt irgendwas geben, bin ich mir absolut sicher, dann ist das auf jeden Fall auf jeden Fall was wert, weil gerade viele Leute vergessen ja immer dieses Thema, Musik zu hören, da wo sie auch arbeiten. Und das betrifft ja nicht nur Lautsprecher, sondern ja auch. Kannst du das nochmal wiederholen? Das kann man nämlich nicht oft genug sagen. Ja, aber wir sagen das jede Folge schon dreimal. Ja, aber man kann das echt nicht oft genug sagen. Leute, hört professionell abgemischte Musik da, wo ihr eure Musik abmischen wollt. Genau. Sonst wisst ihr nicht, wie Musik da zu klingen hat. Auto gilt nicht. Ja. Außer ihr mischt im Auto. Ja, genau, ganz genau. Aber bei dem Can-Opener mit dem Sound Source zum Beispiel ist es für mich als Logic-User zum Beispiel auch wichtig, weil Logic hat zum Beispiel im Vergleich zu Cubase oder zu Studio One keinen Post-Bereich, wo du also quasi Plugins reinladen kannst, die aber beim Export nicht berücksichtigt werden. So, ne? Und obwohl bei Studio One weiß ich gar nicht, ob die im Post-Bereich die Plugins trotzdem reingerechnet werden. Nee. Nicht, ne? Post ist ja Post-Fader. Das heißt aber, ja, ist auch egal, auf jeden Fall. Ich glaube nicht. In Logic ist es mir schon so oft passiert, dass ich, wenn ich den Can-Opener drauf hatte, dass ich den beim Export vergessen habe.
auszumachen. Das passiert nicht nur dir, sondern auch einem meiner Kunden tatsächlich relativ häufig. Ich komme dann immer eine E-Mail hier, der neue Song zum Master und dann 2 Stunden später, oh, jetzt nochmal ohne Kennopener drauf. Oder oh, nochmal ohne Sonarworks oder sowas. Ja, da muss man tatsächlich aufpassen, das umgeht man natürlich dann damit auf jeden Fall. Aber jetzt haben wir ganz lange über meine wilden Investitionspläne, liebe Grüße an meinen Steuerberater, hier gesprochen. Was war denn dein Highlight, was du ganz am Anfang mal angeteasert hast? Ich bin ja eigentlich auch wegen dem MM500 hier, mehr oder weniger, natürlich auch um alle Leute zu treffen, die hier uns mit uns Zeit verbringen wollen und Leute aus dem Geschäft zu treffen und auch und Influencer zu treffen und so weiter. Griechisches Restaurant, auch ganz wichtig. Und ich wollte eben den MM500 hören. Das war so das, wo ich gedacht habe, okay, das ist so das Ding, mit dem ich nach Hause gehen möchte. Nochmal einmal überprüfen, was wir letztes Jahr gehört haben. Jetzt mit dem Kopfhörer nach Hause gehen oder mit der Erkenntnis? Erstmal mit der Erkenntnis. Okay. Die wiegt weniger schwer auf meinem Portemonnaie, sagen wir mal so. Und sind dann aber hier direkt im Stand nebenan ist der Stand von Adam Audio und Focusrite. Und haben da gestern 2 Mini-Lautsprecherchen gehört. Und ehrlich gesagt, ich war komplett weggeflasht. Die Dinger sind so groß und haben einen Sound. Und ich habe dann gedacht, okay, alles klar, was wird so ein Pärchen kosten? Eben bei dem Sound so 600, 700, 800 Euro, so die Kategorie vom KH80 von Neumann oder so. Und dann sagt der Kollege Magnus von Adam Audio, ja, das Pärchen 329. Ich sag, was? Ich konnte es auch nicht glauben. Ich order mal direkt 4 Pärchen irgendwie und zwar für jeden Raum in meinem Haus irgendwie so ungefähr. Wir müssen mal fragen, ob man damit auch so ein Dolby Atmos Setup vielleicht ja, wahrscheinlich kann. Kannst du das sogar damit machen irgendwie. Das wäre doch mal spannend, aber ich war tatsächlich da total, ich weiß jetzt nicht, wie sie heißen und vielleicht flitze ich mal gleich. Pass auf, wir machen mal Folgendes. Du redest jetzt mal kurz weiter und tust so, als wenn ich noch da wäre und ich gehe mal kurz rüber zu Adam Audio und klau denen eins vom Stativ. Das mache ich ja in der Zeit, wenn wir uns nicht sehen, sowieso immer so. Und frag die vor allem, ob ich die überhaupt in die Kamera reinhalten darf, weil dann könnt ihr die mal auch sehen. Wenn ich das nicht darf, komme ich ohne wieder. Ich bin in 3 Minuten wieder da. 3 Minuten? Ja, mach mal den Alleinunterhalter oder du machst so Überbrückungsmusik. Ey, ich schaff das. Ich spreche hier ein bisschen zu unseren Zuhörern live. Also tatsächlich die Box, die der Jonas jetzt da holen wird. Ihr seid jetzt ja hier zum Glück vor Ort. Alle anderen, ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden, Zuhörer oder Zuschauer jetzt bei YouTube. Die Boxen kommen, glaube ich, irgendwie Mitte Ende November raus. Und tatsächlich war ich ähnlich geflasht wie mein lieber Kollege Jonas. Er kommt jetzt hier mit so einer kleinen Box in Weiß angerannt. Das ist übrigens keine Werbeveranstaltung. Nein, das ist keine Werbeveranstaltung, das ist auch kein Hanteltraining für mich. Aber stellt euch mal vor, hier, dieses Ding hier. Das ist, also wie groß ist das? Das ist vielleicht 20, vielleicht 30 Zentimeter hoch, dieses Ding. In Weiß und in Schwarz erhältlich. Geschlossenes Gehäuse, was für mich persönlich ganz wichtig ist, weil gerade in kleinen Räumen finde ich Bassreflexsysteme immer ein bisschen unkontrolliert im Bass. Die machen Dinge im Raum, die man nicht kontrollieren kann. Ja. Geschlossen, hat aber hier dieses Passiv-Woofer-System an der Seite hier. Und wir haben hier gestern gesessen und haben über 2 Stück von den Dingern, haben wir hier gestern Musik gehört, unsere Referenztracks, unter anderem eben Dua Lipa Don't Start Now. Genau, der Link zu unserer Referenzplaylist, wie immer in den Shownotes und in der Beschreibung. Unter dem Video. Und haben darüber das Ding gehört und ich habe hier echt gesessen und habe gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und wie gesagt, ich dachte, die kosten so 600, 700 Euro. Nee, Pärchen 329, hat der Magnus gesagt. Ich hoffe, das stimmt auch, weil dann ist das meine definitiv nächste Neuanschaffung. Ja, also wie gesagt, ich war auch total begeistert davon. Also ich konnte es auch nicht glauben, davor zu sitzen. Es ist wenig, man hat wenig das Gefühl, man wird psychoakustisch irgendwie zugelallt mit dem typischen Versuch einer Badewanne, da irgendwie ein mehr aufregendes Ergebnis rauszukriegen. Und für alle, die vielleicht auch in so einem mobilen Setup sagen, okay, ich möchte für zu Hause ein paar kleine Lautsprecher haben, über die ich einfach auch mal, keine Ahnung, Musik hören möchte, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, meine Steuern mache oder wenn ich halt meine Buchhaltung mache oder vielleicht mal ein bisschen Vocals editieren, solche Sachen. Also dafür sind diese Boxen auf jeden Fall mehr als fantastisch. Die ziehen bei mir auf jeden Fall definitiv ein. Wir haben nur diesen handgefalteten Hochtöner hier oben drauf und dann die kleine, also wirklich. Und vor allem das Geile ist, wenn du 2 davon kaufst, irgendwie, dann werden nur der eine wird ans Audiosystem angeschlossen, der andere wird über so ein Linkkabel hinten angeschlossen. Und laut genug waren die auch. Eingebauter Konverter auch, ne? Also man kann es direkt über USB-C. USB-C kannst du direkt anschließen. Genau. Ja. Also auf jeden Fall keine Werbung. Danke für den Applaus, ja. Ich weiß nicht, ob man das hören kann, aber wir waren jetzt ziemlich gut in dieser Werbeveranstaltung. Ich bringe mal direkt das Ding wieder zurück. Du machst weiter. Ja, ja. Vielleicht direkt erstmal mit den Kollegen hier von Adam Audio hier
nachverhandeln irgendwie. Das war da noch werbetechnisch rauskriegen heute. Ja, komm, dann geben wir denen halt 2 Zigaretten mehr dafür, die Nummer. 2 Zigaretten? Zahlt man heutzutage noch in Zigaretten? Nee, ich glaube nicht. Also wenn wir so gestern durch Hamburg gelaufen sind, hätte ich gesagt, man bezahlt mittlerweile in ganz anderen. Ja, in Gräsern. In Gräsern. Hamburg riecht nach Gras. Pro 100 Gramm oder so, weiß ich nicht. Das war schon enorm. Aber wir hatten ja gestern nicht nur schöne Eindrücke hier auf der Messe. Genau. Haben wir noch hier den Kollegen Benny. Also vor allem deinen langjährigen Freund und Benni Kollegen. Genau, Benni von DPA. Wir haben ja heute keine DPA-Mikrofone auf, aber tatsächlich, ich habe die auch gekauft. Also Benni ist erst bei DPA eingestiegen, als ich schon lange DPA genutzt habe. Mist. Unsere Headsets, unsere Headsets benutzen wir ja schon relativ lange. Nee, ganz viele Leute hier getroffen und dann hinterher natürlich auch einen wunderbaren Event gehabt beim Griechen. Ja, den Recording-Blog-Familienabend sozusagen. Ganz genau. Und haben fantastisch gegessen mal wieder, weil der Grieche, können wir auch ruhig Werbung für machen, Plaka hier im Schanzenviertel. Taverna Plaka. Ja, genau. Grandios. Auch einen guten Uso auf jeden Fall am Start gehabt. Erstaunlicherweise. War wirklich gut. Das Bier war gut. Das Essen war gut und es war bezahlbar. Von daher waren wir bester Laune gestern Abend. Ja, als schön wir im Schanzenviertel unterwegs gewesen. Schön versackt und dann hinterher noch in die Hotelbar noch 3 Bierchen irgendwo auf die linke Leber. Herrlich, was ein schöner Abend irgendwie. Ja, genau. Also wir hatten wirklich einen schönen Abend, schöne Gespräche und vor allem, ja, muss man ja auch sagen, die Veranstaltung hier, ich sag mal, wir haben ja hier eine riesige Halle, ja. Eine riesige Messehalle und die Studioszene ist ja durchaus nur ein, ja, kann man ruhig so sagen, relativ kleiner Teil. Ja, es ist hauptsächlich Veranstaltungstechnik hier. Ne? Also wir sehen hier auch Monitore, die so immens und unfassbar groß sind und hell leuchten. Also Bildschirme, Bildschirme ist das richtige Wort, du hast recht. Wo du wirklich denkst, das kann doch nicht wahr sein. Aber ich meine, wer wie du oder wie ich mal am Times Square gewesen ist, der weiß, wie ein großer Fernseher aussieht. Gut, also es ist schon wirklich enorm, was hier an Licht- und Videoinstallation quasi transparente OLED-Displays weiß ich nicht was. Bei der Hälfte der Sachen habe ich gefühlt überhaupt keine Ahnung, was das überhaupt ist. Was und da witzigerweise ist hier ein Stand auch auf der Messe, etwas weiter hinten von Pan Pro. Pan Pro ist eine Firma, die ich sehr lange kenne, weil ich tatsächlich, ich erzähle die Geschichte jetzt einfach mal. Erzähl mal, komm. Weil ich komme ja, wie die einen oder der andere weiß, aus der Top 40-Geschichte und aus diesen Leuten, die früher in den Top 40-Bands gearbeitet haben, also als Musiker oder als Mischer oder als Stagehand, als Roadie, wie auch immer, Truckfahrer, sind dann irgendwann Unternehmer geworden, die dann halt in diesem Bereich auch aktiv geworden sind. Unter anderem die Firma Pan aus Lohne-Dinklage. Genau, wer schon mal die A1 zwischen Münster und Osnabrück oder zwischen Münster und Bremen hochgefahren ist, ist schon mal da dran vorbeigefahren. Genau. Und da sind alte Kollegen von mir gewesen, die in einer anderen Band gespielt haben. Ich habe bei der Band Skydogs gespielt und die Kollegen haben bei der Band Roxanne gespielt und dann trifft man sich immer mal wieder auf Zeltfesten, spielen gleichzeitig auf der gleichen Bühne oder sonst was, eben immer abwechselnd. Und die haben dann irgendwann dieses Ding gegründet, weil die einfach irgendwann keinen Bock mehr hatten, nur auf der Bühne zu stehen. Du musst ja auch irgendwas machen. Du stehst ja nicht mit 60 auf der Bühne, wenn es geht. Gibt's, ne? Auch, ja, gibt's auch. Ja. Aber in dem Fall dann dieses Unternehmen gegründet und dann läuft man hier nach 20 Jahren, Klaus, was machst du denn hier? Also jetzt nicht du, Klaus, sondern Klaus Hütteler hier von Bahnmusik. Was machst du denn hier? Was machst du denn hier? Dann steht noch der alte Tontechniker von Atze Schröder um die Ecke, der arbeitet mittlerweile auch bei denen, weil er über Corona natürlich auch so wenig zu tun hatte und auch keine Lust mehr hatte, auf Tour zu sein und so weiter und so fort. Das sind so, wo ich dann mit meinem alten Leben konfrontiert werde, aber denke so, es ist schon cool, dass aus denen allen noch was geworden ist irgendwie. Und hat man nicht gedacht. Letztendlich damals. Aus mir ja auch in irgendeiner Form hier vor der Kameralinse. Das stimmt. Apropos, aus dir ist was geworden. Aus dir ist vor allem jemand geworden, der die neueste Studio One-Version, um mal wieder den Schlag ins Studio-Business zu schaffen. Es gibt eine neue Studio One-Version. Wir haben in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge ein wenig negativ über Studio One gesprochen, weil eine neue Update oder generell Politik verfolgt wird. Das heißt, die Artist-Version wurde ja abgeschafft. Es gibt nur noch die Pro-Version. Und Pro-Plus. Und Pro-Plus. Und das Pricing sozusagen hat sich auch ein bisschen geändert. Darüber haben wir gesprochen. Darüber haben wir unsere Meinung geäußert. Aber der Jonas, vorletzte Folge. Der Jonas hat ja hier Redaktion auf seinem Kärtchen stehen. Presse auf meinem Kärtchen, kann man aber nicht sehen. Presseredaktion. Deswegen hast du dich quasi für die Community erbarmt und hast das Update. Ich erzähl die Geschichte mal. Ja, also pass auf. Am Donnerstag ist ja das Video rausgekommen, wo ich erzählt habe, dann was ich an Studio One Pro 7 ist das gewollt? Nee, wahrscheinlich nicht. Gut. Auf jeden Fall habe ich erzählt, was ich daran gut finde, nicht gut finde und so weiter, was mich nervt und was nicht. Und die Geschichte war aber, dass ich eigentlich eine Zuschrift bekommen habe. Hast du schon ein Video über die neuen Funktionen von Studio One gemacht? Habe ich gesagt, nee,
Habe ich aber eigentlich nicht vor, weil ehrlich gesagt, das, was ich gelesen habe, irgendwie so macht mir jetzt nicht die Buchse auf irgendwie. Und habe dann gedacht, ja komm, dann mache ich aber trotzdem wieder, habe ich für Donnerstag ein gutes Thema und so weiter und habe dann angefangen zu schreiben, warum ich das Upgrade auf Pro7 nicht mache. So, fertig geschrieben, meinen ganzen Text nochmal durchgelesen und am Schluss, der letzte Satz dann in meinem Skript war, ja, aber um ehrlich zu sein, ich habe das Update ja gar nicht gemacht, kann ich ja eigentlich gar nicht so richtig beurteilen. Und sitze da so und denk so, sag mal, hörst du dir manchmal selber beim Schreiben zu? Du kannst doch nicht so Blödsinn erzählen, eine Meinung haben, aber keine Ahnung. Das geht doch wohl nicht, weißt du? Viele Leute ja, geht schon. In der Politik Leute, oder so. Ja, schon. Die, viele Leute haben eine Meinung, aber keine Ahnung. Ne? Und ich, zu denen will ich aber jetzt nicht dazugehören und habe dann erstmal diesen Text zur Seite geschoben und habe gedacht, ah scheiße, muss ich das Update doch machen irgendwie so. Okay, alles klar, die 149 Euro irgendwie aus meinem Sparschwein rausgezupft, irgendwie dann das Upgrade gemacht und festgestellt, ja, ist okay. Alles andere in dem Video, was Donnerstag rausgekommen ist, was mich nur wirklich genervt hat, war, dass ich 149 Euro für das Update ausgeben muss. Jetzt würde man sagen, naja gut, das kostet halt ein Update und so weiter. Würde ich sagen, ja, normalerweise ja. Also bei Cubase kriegst du das Update auch nicht günstiger. Logic kriegst du es geschenkt, aber bei Studio One und bei den anderen kriegst du es eben nicht günstiger. Aber die haben ja den Preis für die Hauptversion, für die Vollversion, auf 199 Euro gesenkt. Und die Differenz von nur 50 Euro von mir als Kunde, der schon seit Studio One 3 dabei ist, fand ich ehrlich gesagt ein nicht so gut gelungenes Pricing, wie man so auf Neudeutsch sagt, ja, irgendwie. Ja, ich verstehe. Aber teaser mal kurz an, gab es denn irgendein Feature, was dich wirklich, wo du jetzt sagst, okay, dafür wird es sich für dich lohnen, das Update von 6 auf 7 zu machen? Willst du mein persönliches Highlight wissen? Ja. Wenn man ein Audio-Event hat und den unten rechts anfasst, dann kann man den jetzt quasi loopen. Also dann zieht man eine virtuelle Version dieses Audio-Events wieder auf und kann dann eine zweite Version, eine dritte Version, eine vierte Version machen. Früher war es so, wenn du, was weiß ich, mit Samples oder mit Loops gearbeitet hast, dann hast du den Loop da reingezogen und dann musstest du den duplizieren dahinter, so oft wie du den haben wolltest. Okay, also das geht nicht für Audio-Tracks, sondern nur quasi für MIDI und für diese Loop-Dateien da, oder wie? Nee, oder für Audioaufnahmen oder sonst was. Ja. Weißt du, wenn ich 8 Takte Akustik Gitarre eingespielt habe und die habe ich mir sauber geschnitten auf den Takt und ich möchte die jetzt wiederholt haben, dann musste ich früher dieses Audio-Event duplizieren. Ja. Wenn ich aber jetzt eine Änderung am ersten gemacht habe, wurde die jetzt nicht automatisch übernommen. Dafür musste ich die beiden nochmal mit einem anderen Shortcut verbinden, so damit die miteinander. Ja. Und jetzt ist es einfach so, ich ziehe einfach unten rechts mit Q auf und dann habe ich eine virtuelle Variante davon. Dahinter, so lange läuft der Loop einfach, wie ich den aufziehe. Das gibt es in Logic schon seit immer und in Cubase glaube ich auch. Und in Studio One gab es das nicht. Das ist mein persönliches Highlight. Und mein persönliches Highlight ist, dass es out of the box, also direkt nach dem Installieren und Hochfahren, dass es stabil lief. Das war nämlich bei Version 6 nicht, weswegen ich Version 6 fast gemieden habe. Ich habe mit 5 und 4 weitergearbeitet. Ja, haben wir oft drüber gesprochen, ne? Genau. Bei mir war es problemlos tatsächlich damals. Bei mir war es nicht stabil, deswegen habe ich die 6er nicht weitergenutzt. Das lief jetzt erstmal stabil, sieht ein bisschen besser aus, fühlt sich insgesamt ganz gut an. Aber Fazit habe ich im Video ja auch gesagt. Ja. Fazit ist, würde ich das Update freiwillig machen, gäbe es einen guten Grund dafür. Für mich persönlich nicht. Ja. Für andere mögen die Features besser sein. Glaube, den Rest im Video, schaut auf jeden Fall rein. Ich habe bisher ja auch nur, ich habe das Update noch nicht gemacht, aber ich habe nur die Feature-Liste gesehen, die geupdateten Sachen oder neu hinzugekommenen Sachen. Und für mich, gut, jetzt ist natürlich wieder Special Interest irgendwie bei mir. Für meinen Anwendungsbereich war jetzt auch wirklich gar nichts dabei. Nee, null. Jetzt werden einige sagen, ja, es gibt ja diese AI Stem Separation quasi. Ja, die ist da drin. Genau, die ist da drin. mehr dazu in Jonas Video vom Donnerstag. aber ich sag mal, jeder, der sowieso schon Isotope AX hat zum Beispiel, der kann diese Features ja auch nutzen. Und ganz ehrlich, im professionellen Bereich wird es nie dazu kommen, dass ich jetzt einen Mix von dir nehme und den in Stems separiere, um dann davon irgendwie einen Master zu machen oder sowas. Dann würde ich nämlich den lieben Jonas anrufen und würde sagen, hör mal, kannst du die Vogel so mal ein bisschen lauter machen? Ja, genau, kannst du mal das und das machen oder schick mir mal bitte die Stems. Ja, ne? Also ehrlich gesagt, ich finde es okay, dass sie das integriert haben, da muss man nicht raus aus der DAW und das woanders machen, aber ehrlich gesagt, also wenn wir bei Steinberg sind, Spectral Layers macht das auf einem deutlich höheren Niveau. Mhm. Ist das in Cubase eingebaut? Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Klaus, weißt du, ist das eingebaut? Okay, Klaus nickt gerade. Klaus nickt. Für alle, die es nicht sehen konnten. Die kleine Version ist eingebaut. Die kleine Version ist eingebaut. Weil Spectral Layers kann nämlich eben nicht nur Bass, Drums, Vocals und den Rest machen, sondern hat deutlich mehr Funktionen auch noch und kann auch mittlerweile, hat das sogar eine eingebaute KI-Stimmenerkennung. Das heißt, du kannst also, wenn wir beide gleichzeitig reden würden, Björn und ich, würde also das wie so ein Spectral Dialog. Layers...
Würde Spectral Layers das per KI, per Artificial Intelligence, wie intelligent auch immer das sein mag, eigentlich gelernt, ist, ja, genau, ist ja nur gelernt. Würden wir beide getrennt werden können. Also wenn ich jetzt ein Rezept vorliest und er gleichzeitig einen schlechten Witz erzählt, so wie immer, dann... Einiges ist es genau umgekehrt immer, hey. Wer uns häufiger zuhört. Naja, auf jeden Fall könnte das getrennt werden und dann verstehe ich halt nicht, wenn man schon so ein Feature irgendwie so hochhängt, dann, dass man es dann nicht auch sofort auf ein Niveau hängt, wo, ja, wo die anderen nicht mitspringen. Aber wir wollten können, ja gar nicht so ranten. Nee, ja, habe ich ja auch in dem Video, ich habe gar nicht gerantet. Ich habe, also wie gesagt, für alle, die neu einsteigen, ist das eine gute Software, da machst du nichts mit verkehrt. Mich ärgert, dass die Artist-Version nicht mehr existiert, weil das die war schade. Für 99 Euro tatsächlich perfekt für viele Leute, die einfach nur mal einen Podcast aufnehmen, genau, oder ein Hörbuch. Oder Singer-Songwriter, ein bisschen Gitarre mit Vocals. So, ja, und die diese ganzen Pro-Features nicht brauchten. Und andere Dinge, es hat sich eigentlich nahezu nichts verändert, außer die Optik, um ehrlich zu sein. Mhm. Ne? Und für meinen Anwendungsbereich, für mich ist ja eine DAW im Prinzip nur eine Mehrspurbandaufnahme mit einem angeschlossenen Mischpult, das, ja, ich automatisieren kann. Aber DAWs klingen doch. Ja, genau. Klingeln dir in den Ohren vielleicht oder sonst was irgendwie. Wobei ich das bei der Luna demnächst nochmal überprüfen werde, ob die tatsächlich klingt. Weil die Luna, ich hatte den Eindruck, dass sie tatsächlich klingt, dass sie besser klingt als die anderen. Mhm. Das kann am Summing liegen, muss nicht dran liegen, wie auch, ja, immer. Aber nochmal für alle zu mitschreiben, die DAW entscheidet nicht, ob es ein Welthit ist oder nicht. Das passiert vor dem Mikrofon oder vor der Tastatur oder vor den Saiten. Okay. Ja, oder vor den Trommeln. Ach so. Apropos Trommeln. Apropos Trommeln. Ich habe ja den Song, den du mir eingetrommelt hast, nochmal ein bisschen in Cubase weiter bearbeitet, weil wir die Aufnahme in Nuendo gemacht haben. Den punkigen oder den ruhigen? Beide. Okay. Aber den auf die Fresse Musik, den, ja, ich geschrieben habe. This ain't a love song, dies ist kein Liebeslied. Geil getrommelt, Alter. Ja, danke. Ja, war echt gut. Also mich freut das ja sehr. Ja. Ich war ja auch in Shape irgendwie zu dem Zeitpunkt, kurz vor Tourbeginn mit Mr. Irish Bastard. Ja, aber da brennt die Luft, wenn du da drauf lostrommelst. Also, es wirklich, macht richtig das Spaß. Das ist doch in dem DPA-Mikro, hast du das doch, Mikrofon-Video, DPA-Mikrofon-Video. Ja, genau, da habe ich es gezeigt, genau. Als ich das Mikroset für, ja, die Drums vorgestellt habe, da könnt ihr mal reingucken, falls das interessant ist und euch auch anhören, weil in dem Video sind nämlich verlinkt die Audiospuren, die wir aufgenommen haben, okay, zum selber hören, weil der YouTube-Algorithmus, genau, die Drumspuren habe ich rausgespult und die kann man sich dann nochmal in die eigene DAW reinziehen, runterladen und dann, cool, zu Hause hören und mal beurteilen, ob das so gut ist, weil ich erinnere mich nämlich, dass wir im Studio ja gedacht haben, ja, so gute Mikrofone, aber irgendwie, also auch für 4.500 Euro ist schon echt schon viel Geld und so weiter. Aber je länger ich drüber nachdenke, ne, gerade dieses Bassdrum-Mikrofon, ne, wir haben es ja reingehängt, haben die Bassdrum aufgenommen, haben es hochgezogen, haben gedacht, ja, so spektakulär ist das jetzt nicht. Aber je länger ich drüber nachdenke, ist genau das eigentlich der Punkt, der mir daran so gut gefallen hat. Weil diese ganzen anderen Bassdrum-Mikrofone, die färben irgendwie vor, die formen, ja, vor, sonst was irgendwie. D12 oder so. Und hier, dieses Mikrofon, eine, du konntest aus dieser Bassdrum machen, was du wolltest, weil alles da war und nichts. Wenn du einen Audix D6 nimmst und da reinhängst, dann kommt immer und hinten raus, aber nie, keine Mitten, nix irgendwie. Und dieses Mikrofon von DPA war einfach so unverfälscht, dass, ja, ich das auch problemfrei vor einen Bass, vor eine Gitarre, vor sonst was irgendwie gestellt hätte, ohne Angst zu haben. Und das D6 versauert bei mir im Mikrofonschrank, weil ich mein Schlagzeug schon gar nicht mehr aufgebaut habe. Außerdem habe ich dir meine Grenzfläche geliehen, stimmt, die einige Leute lieben, andere Leute hassen, aber du hast meine Grenzfläche und mein Shure Beta 92 oder 91? Irgendwas mit 90. Ahnung. Irgendwas mit A hinten. 90, A, 98, 97, A, was auch, ja, immer. Ja, genau. Ich habe letzte Woche eine Orchesteraufnahme gemacht, mhm, mit charmanten 16 Spuren. Oh. Und habe da auch sehr, sehr viele verschiedene Mikrofone benutzt. Also große Bühne. Ja, quasi, großer Saal. Ja. Also es war jetzt kein Live-Mitschnitt, sondern eine Produktion, ja, von zwei Titeln. Wie gesagt, mit einer Hauptmikrofonierung links, rechts, ORTF. Ist ja mein Lieblingsstereo-Verfahren. Hab ich ja gestern mit Benny von DPA auch ein bisschen drüber genau, genördet, ja, irgendwie. Und genau, und mit 14 Stützmikrofonen dann halt im Orchester. Mhm. Und da muss ich auch sagen, ich werde jetzt mal bewusst keine Hersteller nennen oder sowas, ja, aber tatsächlich, wie krass der Unterschied zwischen, sagen wir mal, gerade Kleinmembranmikrofonen aus dem komplett gleichen Preissegment. Also Kondensatormikrofone. Kleinmembran-Kondensatormikrofone, ja, genau. Aus dem mehr oder weniger exakt gleichen Preisbereich. Ja. Ja, ich sag mal, da hatten wir jetzt so, oder hatte ich jetzt so 3, 4 verschiedene. Ja. Und es ist wirklich enorm, wirklich wie unterschiedlich diese Mikrofone klingen. Krass, ne? Ich sage jetzt bewusst unterschiedlich und nicht besser oder schlechter.
Könnte ich sagen, definitiv. Ja. Weil ich ja gleiche Mikrofone, verschiedene Mikrofone an mehr oder weniger gleichen Quellen genutzt habe. Aber da muss ich wirklich nochmal eine ganz, ganz große Lobpudelei auf das kleine Slate-Mikrofon. Das ML2, ne? Es ist 160 Euro und es ist, also klar ist das irgendwie so ein Plastikbomber, wenn man so in der Hand hat. Total egal. Aber vollkommen egal. Wobei mich persönlich ja am meisten gefreut hat, dass du meine alten Beyer Dynamic M201 genommen hast. Ja, und die Revox 350? M3500, genau. 3500. Ja, genau. Ja, dynamische Mikrofone. Für alle Orchesterpuristen, ja, das sind dynamische Mikrofone, sehen aber zum Glück aus wie Stäbchenmikrofone. Das heißt, ich habe keinen Ärger gekriegt dafür, dass ich dynamische Mikrofone in einer Orchester... Was hängst du mir denn dann SM57 vor die Kanne? Ja, das ist ja gefährlich, ne? Musst du immer aufpassen, dass du da nicht zu viele dynamische Mikrofone. Nein, ist natürlich völliger Quatsch. Immer das benutzen, was gut funktioniert und was gut klingt. Außerdem, was heißt die Dynamik? Ich kann nicht lauter. Ja, genau. Vor allem im Orchester ist das oft ein Thema. Nein, Quatsch. Zwei Titel haben wir da aufgenommen, die jetzt auch noch mit Gesang verfeinert wurden, sozusagen. Hört. Am Freitag. Welches Mikrofon hast du den Gesang aufgenommen? Über das Slate ML1. Eins, ah, ja, das Wahnsinn. Ja. Ich glaube, ich muss den Steven auch mal anrufen, ob der mal nicht mal ein bisschen hier... Der sagt, wenn du nicht mit einem Body-Mass-Index von 1000 hier ankommst und hier die Muckis vorzeigst, dann brauchst du bei mir im Studio gar nicht bei auflaufen. Body-Mass-Index ist eine niedrige Zahl besser als eine hohe. Keine Ahnung. Das weiß ich aus Erfahrung. Okay, dann 1. Ja. Ich schätze, das ist gut. Ja. Körperfettanteil 1, so ganz genau. Fettarm. Außerdem müsstest du deinen Hautton von Mozzarella auf... Nee, das ist mein Markenzeichen. Das ...auf Kakao ändern. Ja, ja. Aber Gesangsaufnahme habe ich ja auch, ist jetzt ja nicht so, dass ich das jede Woche 18 Stunden mache. Ja. Und danach habe ich mich mal wieder gefreut, dass es so gewisse Tools gibt. Nicht, weil die Jungs das irgendwie schlecht gemacht haben, aber trotzdem, gerade wenn du mit mehreren Sängern unisono beziehungsweise dann eben mehrstimmig irgendwie singst, das weiß jeder, der schon mal irgendwie Vocal Harmonies und Vocal Stacks Doppelung aufgenommen hat. Also ich muss wirklich sagen, einmal großes Kompliment an die Jungs von Noiseworks für Gain Aim. Ja, okay. Also vor allem, nee, stopp mal, heißt ja gar nicht Gain Aim, sondern Dynassist. Hast du mir verraten? Ja. Ich habe das gar nicht mitgekriegt. Also heißt nicht Gain Aim Pro. Hat sich umbenannt von Gain Aim Pro auf Dynassist. Anscheinend. Also nicht dein Assist, also nicht dein Assistent, sondern schade eigentlich. Dynamischer Assist. Also da einmal großes Lob an euch, Jungs. Ist ja jetzt auch nicht so, dass ich so ein Plugin ansonsten häufig benutze im Mastering-Bereich. Ja, ja, ja. Großes Kompliment an Synchroarzt für Vocaline, mein lieber Herr Gesangsverein. Mit dem man gleichzeitig mehrere Spuren aufeinander synchronisieren kann. Du gibst also für die Leute, die es nicht Timing wissen. Timing und Pitch. Genau, du hast also eine Referenzspur, die du benennst und sagst, okay, das daran bitte orientieren und dann sagst du, alle anderen sollen bitte pitchtechnisch und vor allem timingtechnisch sauber daran angepasst werden. Sehr cool. Sodass du eben nicht am Ende von einer Phrase irgendwie 27 Mal hast, sondern dass das Wort irgendwie gleichzeitig, kann man auch abschneiden, ja, ich weiß irgendwie, aber bei einer Hauptstimme irgendwie. Nein, das ist schon charmant. So. Ja, das ist schon gut. Das ist schon wirklich charmant. Und wie gesagt, ich bin jetzt ja schon seit einigen Jahren eigentlich nur noch im Mastering-Bereich so unterwegs und habe natürlich irgendwie diese ganzen Tools noch so auf dem Rechner und war mal wieder froh, dass ich sie habe, weil einfach so ein Vocal-Editing für zwei Titel mit jeweils drei Sängern irgendwie dann wirklich schnell von der Hand geht und dass du super schnell ein gutes Ergebnis hast, wo du dann einfach mischen kannst und nicht irgendwie erstmal 1000 Clips schneiden musst und alles irgendwie sortieren und so weiter. Editieren, rumschneiden musst. Hat mir und es funktioniert gefallen. Auch artefaktfrei vor allem. Ne? Also da werden ziemlich, ja auch Time-Stretchings gemacht und so weiter. Also für deine Ohren vielleicht jetzt ziemlich, für meine auf jeden Fall gut. So? Ziemlich gut. Ja. Machen wir ziemlich gut draus. Naja, hat auf jeden Fall mal wieder Spaß gemacht, irgendwie das so zu machen und mal wieder nicht nur den allerletzten Step dann irgendwie zu machen, sondern da mal wieder so eine Orchesterproduktion mit Gesang zu machen, war auf jeden Fall spannend. Ich habe diese Woche auch aufgenommen, für dieses Video mit Studio One 7. Ich hörte dann davon. Auch wieder in Studio One 7 aufgenommen, einen Akustik-Track und habe echt gekämpft, weil ich eine Fingerpicking-Nummer von Paul Simon gespielt habe von 1974 und meine Gitarre, meine Akustikgitarre ist eh schon so ein Feingeist, das heißt, sie ist nicht extrem laut. Meine kleine Martin D16 H aus 1995 oder so. Ist das ein Oldtimer-Kennzeichen? H? Ja, genau. Ach so. Und die ist aber sehr leise und sehr filigran und wenn du die dann vorsichtig spielst, dann spielst du halt vorsichtig und dann kommt da halt auch nicht so viel raus. Es ist halt keine dicke Jumbo oder sonst was irgendwie, ne?
Und habe jetzt also mein Mikrofon aufgestellt und hatte mir vorgenommen, mit dem OC818 von Austrian Audio will ich die Akustikgitarre aufnehmen. Alles klar, häng das da drüber irgendwie und gehe schon so von oben rein, dass ich so den Gesang so im Windschatten mehr oder weniger habe. Mach die erste Testaufnahme und denk, Alter, der Gesang ist ja lauter als die Gitarre, das gibt's ja gar nicht. Falsches Mikrofon, ja scheiße. Mikrofon ausgetauscht, welches nimmst du? Ja, Beyerdynamic M160, Bändchen, Superniere oder Hyperniere, wie man sagt. Okay, alles klar, sollte klappen. Davor gepackt, irgendwie wieder im Winkel geguckt, dass ich so anwinkel, dass ich die Stimme im Windschatten habe, wieder reingehört. Schon wieder so viel Vogels drauf, gibt's ja gar nicht irgendwie. Und dann bin ich irgendwann, habe ich dann mein MD441, das dynamische Mikrofon von Sennheiser, mein altes, da habe ich drüber gesungen, habe ich gedacht, naja gut, auf den Vocals ist jetzt gar nichts drauf an Einstreuung, tauschte mal die Mikrofone, so, das da nach unten, wieder die gleiche Scheiße, bis ich dann irgendwann drauf gekommen ist, das Mikrofon hat gar keine Chance mehr Gitarre aufzunehmen, weil ich einfach so leise gespielt habe, dass die Vocals lauter waren. Ja. Und da muss man sich wieder selber zur Raison rufen und sagen, okay, alles klar, also die Magie findet vor dem Mikrofon statt und wenn du die Vocals lauter hast als den Gesang, das ist ja beim Drummer auch so, ne, wenn die Becken zu laut sind, dann hat er einfach zu feste draufgehauen, das ist nicht das falsche Mikro ja, oder die falsche Position. Drunter leiden bei Vincent im Studio. Dann gesagt habe, ja, Vincent, kannst du mal irgendwie meinen Monitor mixen? Der klingt total komisch. Ja. Viel zu viel Overhead drauf. Achtung, Trick für alle, die Drums aufnehmen. Genau, also ist wirklich ein Trick, irgendwie dann einfach dem Schlagzeuger nicht die Bassdrum und die Snare immer lauter zu machen, sondern und die Trommel. Nur die Overheads, sondern zu geben. Einfach nur die Overheads drauf geben auf die Ohren. Vielleicht ein bisschen zur Unterstützung noch ja. was drauf geben, weil dann wird der automatisch entweder sein. Also entweder wird er richtig schlecht spielen, ja. weil er seinen Monitor so leise macht, ja. weil er das Geschepper nicht ertragen kann auf Ohren, oder er wird sich selber quasi regulieren und die Becken leise spielen, aber und zumindest vor allem, ja. hat Vincent mir nachher gesagt, das war nicht, weil er es machen musste, sondern nur, weil er das vorführen wollte. Jetzt saß ich natürlich im Aufnahmeraum in der Regie. Ja. Kann ich natürlich das nicht sagen, dicke wer wen jetzt angelogen hat hier in dem Moment. Ja, aber tatsächlich, ich fand den Trick super. Das heißt, wenn der Drummer sich über die zu lauten Becken beschwert, dann sag ich ihm, er muss halt weniger feste draufhauen und dadurch reguliert sich das Verhältnis von Becken zu Trommeln sofort. Genau, und dann kriegst du ein Overhead-Signal, was eben nicht nur ein Beckensignal ist, so. Sondern du kriegst ein Overhead-Signal, was ein Schlagzeugsignal ist, weil Schlagzeug ist ein zusammenhängendes Instrument ja. und besteht nicht aus einzelnen Komponenten, die man dann irgendwie zusammenbastelt. Muss man aber auch ergänzen, dass das nicht jeder Drummer kann. Die meisten Leute ja. kämpfen mit ihrem Instrument und haben noch keine Zeit, keine Aufmerksamkeit, um Dynamik-Sachen noch zu sortieren. Und man muss auch dazu sagen, laut auf Becken hauen macht auch enorm viel Spaß. Ja, weil ich meine, vor allem, wenn du Drama siehst, die wirklich alles gegeben. Taylor Hawkins war ein gutes Beispiel früher dafür, ne? Ja, wobei ich immer glaube, wenn der da so aus vollem Hals draufgekloppt hat, dass der den Stick so leicht festgehalten hat, dass der das Becken wirklich nur so leicht angehaucht hat. Irgendwie. Ich glaube nicht. Lass mich doch, Manno, ey, ich wünsche mir das. Taylor, um das Thema tatsächlich noch weiter zu führen, ja. das Problem bei ganz vielen Schlagzeugen, gerade im Rock- oder Metal-Punk-Bereich, irgendwie, wo ich ja auch so herkomme von früher, ja. Ist einfach, dass die auch die völlig falschen Becken spielen. Es gibt ja von jedem Hersteller, gibt es ja immer so Rock-Serien, ne? Also ja. Paste the Root zum Beispiel, das sind so gefühlt, ist halt sonst so ein Mülleimerdeckel oder sowas. Ne? Genau, oder da kannst du sonst hier so eine Grillplanscher rausbauen oder sowas. Ich hab hier so ein Ride-Becken von, da steht K drauf. K ist von Silchen. Ja, genau. Und das ist ein Heavy Ride in richtig groß. Da musst du auch schon richtig Dampf drauf geben. Wenn du das crashen willst, dann musst du wirklich mit so einem. Da muss ich mit dem Besen drauf kloppen, bevor das crasht. Genau. Ja, und dann alle denken dann immer, okay, ich mache ja Rockmusik. Ja. Von Silchen gibt es auch die, ich glaube, Z-Serie ja. ist es, glaube ich, oder so. Gibt es von vielen Herstellern. Das sind dann immer sehr, sehr dicke Becken, ja. Ja, die halt relativ viel Power brauchen, damit sie überhaupt schwingen. Ja, okay. Ne? Das heißt, so ein typisches Metal Ride ist okay, das macht halt ping, 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 ping. Ja. Ne? Das hat überhaupt kein Washy irgendwas drin und eine Glocke, die dir irgendwie das Trommelfell komplett zerreißt. Ja? Aber da wird ja auch gebraucht, alles cool, aber gerade bei den Crashbecken, das ist ja meistens das Problem, was zu laut ist. Hi-Hat ja. und Crashbecken, ja, 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 so ein Ridebecken. Ja, vor allem Hi-Hat. Ach, selten. Mhm. So eine Glocke kann mal nerven am Ride, ja. aber meistens sind sie Crashbecken. Ja. Und wenn du dann so dicke Dinger hast, dann noch in 18 und 19 Zoll oder sowas, die musst du
ja schon erstmal mit einer gewissen Intensität anspielen, damit die überhaupt losgehen. Ja. Ja, und dann sind die einfach viel zu laut. Deswegen hilft ganz viel. Und wahrscheinlich auch träge, ne? Genau, und es hilft wirklich ungemein, gerade im Studiobereich auch, live natürlich auch, aber gerade im Studiobereich einfach mal dünnere Becken zu spielen, weil die erstmal viel schneller losgehen. Ja. Das heißt, du haust drauf, die sind da. Und zum Zweiten, sie klingen meistens auch nicht so lang nach. Ja. Ja. Und zum Dritten, sie sind halt bei weitem einfach nicht so laut im direkten Intensitätsvergleich jetzt dicke Becken. Ne? Ja, ja, und da halt auch, ne, wenn du zu viel Hi-Hat auf dem Snare-Mikrofon drauf hast, dann liegt es nicht am Mikrofon. Also es kann am Mikrofon liegen, aber in eigentlich Position, in der Regel ist es der Drummer, der einfach zu fest draufgekloppt hat irgendwie. Ja. Und, wie sind wir jetzt eigentlich aufs Schlagzeug gekommen? Ne, wir sind über die Audioaufnahme von meiner Akustikgitarre rausgekommen, weil ich so viel Einstreuung drin hatte. Und tatsächlich, ich habe dann mal ohne Kopfhörer aufgenommen, weil ich musste ja nicht hören, was ich aufnehme, sondern es ging auch darum zu zeigen, wie die Tempoerkennung in Studio One jetzt funktioniert. Mhm. Deswegen habe ich ohne Clock aufgenommen. Kein Spoiler, schaut euch das Video an. Genau, ja, das Video ist schon raus, die meisten haben es ja schon gesehen. auf jeden Fall, du spielst dann halt, der Song heißt American Tune, das ist ein ganz leises Lied. Ne, das basiert auf einer Bach, keine Ahnung, Fuge, sonst was irgendwie, ne? Und hat übrigens der gute Paul Simon auch nicht verraten, dass er das bei Bach abgeklaut hat, der Idiot. Denn ich sag hier im Mix-Wochenende, sag ich zu dem David aus der Schweiz, sag ich, ja, ich kämpfe hier mit diesem Song von Paul Simon, hier hör mal dieser hier so, ja, das ist doch von Bach, der war Organist, das ist doch von Bach. Nee, das ist von Paul Simon. Nee, das hat er bei Bach abgeguckt. Kann doch nicht, ist doch Paul Simon. Fucking Paul Simon schreibt doch nicht ab. Doch, bei JSB wird abgeschrieben. Und das ist wohl anscheinend auch erlaubt, wie Sting und Dominic Miller ja zum Beispiel gesagt haben, wie kann man ein guter Musiker werden? You gotta learn your JSB. Du solltest also deinen Johann Sebastian Bach kennen, dann kannst du auch gute Musik machen. Ja. Vielleicht kann man es nicht 100% drauf reduzieren, aber es hilft sicherlich hin und wieder mal, das zu machen. Ich muss mich jetzt mit dem Gesamtwerk vertraut machen, aber das erzähle ich, glaube ich, auch in jedem Podcast, dass ich mir jetzt endlich oft, mal... Oft, ja. Ja, ich habe mir jetzt ein Buch von Marc Aurel runtergeladen. Ist ja nicht schlimm. Einfach mal, um die Party zu crashen hier. Übrigens, für alle, die sich wundern, für unsere Hörer, ja. Wir hatten ja eigentlich gesagt, wir sprechen heute in unserer Rubrik Song des Monats über Hotel California von den Eagles. Ne, der auch schon in der Spotify-Playlist zu finden ist. Genau, unter dem Video und in den Shownotes. Jo. Aber wir haben beschlossen, dass wir ähnlich wie vor ein paar Wochen, wo wir in den Prinzipalstudios waren, eine Special-Folge zu machen. Genau, heute. Hier von der Studioszene quasi. Genau, also heute ist Studioszene Special, das heißt, in zwei Wochen gibt es dann quasi wieder die Rubrik Song des Monats mit Hotel California. Hört da auf jeden Fall nochmal rein, weil es lohnt sich. Wir haben ihn jetzt in den letzten Tagen oder gestern und heute mehrfach gehört auf den eben gezeigten kleinen Boxen von Adam Audio auf den Kopfhörern. Also es ist ein ganz, ganz toller Song, der ganz viel Spaß macht. Und in zwei Wochen werden wir ihn ausführlich dann besprechen. Ja, genau. Und werden noch ein bisschen über den Mix-Engineer sprechen, der das ganze Ding gemischt hat. Übrigens laut meiner Kenntnis über NS10M-Speaker, also den berühmten Yamaha-Speaker mit der weißen Pappe, von dem ich zu Hause nur die Pappe habe. Und daraus ein Mikrofon gebaut habe. Okay. Subkick, oder was? Das Subkick habe ich mir selber gebaut, genau. Habe aber den Speaker irgendwo günstig bei eBay geschossen und dann einfach zu einer Subkick umgebaut. Um dann festzustellen, der 8 Zoll Speaker aus meinem wirklich beknackt beschissenen Gitarrenamp klang noch besser als Subkick, weil der eben nicht so tief runterging, aber noch mehr Mitten geliefert hat. War also auch cool. Also ruhig mal experimentieren, falls jemand eine Subkick haben will. Einfach mal einen Speaker davor, eben oder XLR-Kabel dran klicken. Oder von Factory das SK10-Plugin, das ist kostenlos. SK10, was macht das? Ah, Subkick, ja gut, SK Subkick. Quasi. Okay, es gibt ja einmal den Snare-Bass. Genau, auf den ich nicht verzichten möchte. Haben wir darüber gesprochen, ne? Das spart euch ein Bottom-Mic an der Snare. Und den ganzen Unfug, der darüber auch mit in den Mix genau, kommt. Genau, und das SK10 ist sozusagen ein Plugin, was diese Subkick simuliert, was du dann anteilig dazuschieben kannst. Ja, ja. Mit Sicherheit interessant für alle, die beispielsweise eben sagen, okay, ich habe irgendwie hier so ein Drum-Mikrofon-Koffer nur oder sowas, ne? Oder jetzt eben nicht genug Inputs. Das soll ja auch immer mal wieder vorkommen in einer Band-Situation. Dass einer nicht 27 Inputs für eine Drumaufnahme hat. Ja, ich weiß gar nicht, wie das passieren kann irgendwie, aber ich hörte davon, es passiert manchmal. Nee, also da kann man das auch sehr, sehr gut auf jeden Fall für nutzen. Okay.
Gut zu wissen, auf jeden Fall. Es gibt ja von Waves gibt's auch Submarine, der kann dir so quasi eine Oktave und eine weitere Oktave unter dein Signal nochmal drunter zaubern. Damit kannst du ganze Häuserblöcke versetzen, wenn du die richtige Anlage hast. Da drückt der Kollege einmal auf die Bassdrum und dann macht der ganze Häuserblock so wupp und springt einmal zur Seite. Und weil die meisten Leute drehen das dann volle Pulle rein, weil sie können es ja eh nicht hören. Es gibt nahezu keine Anlage, die das wiedergeben kann. 3 Hertz, da brauchst du einen Motobin für, sonst kriegst du 3 Hertz nicht irgendwie gefühlt irgendwie. Dann kannst du auf jeden Fall die Lebenden von den Toten trennen oder wieder zusammenführen. Ich habe auch schon so manchen Hip-Hop-Track mal bekommen zum Mastern, ja, wo ich einfach nach dem Play-Drücken direkt meine digitalen Limiter angegangen sind von meiner Anlage, also von meinem M4-System, und die gesagt haben, Moment mal, irgendwie, wir haben hier so viel Energie bei 27 Hertz. Ja, ne? Ja, ich finde das immer so geil, wenn du dann so einen Track hast, irgendwie, der fängt dann so mit so einer Kick an, irgendwie so und dann kommt die 808 nochmal, also die Kick ist ja eine 808, aber dann kommt die 808 als Bass nochmal drunter, und die ganze Haus vibriert und du musst deinen Kopf beieinander halten. Alter, habt ihr sie noch alle irgendwie? Ja, das Problem ist ja dann meistens, dass, oder zumindest manchmal Leute dann da sitzen mit ihren etwas kleineren Lautsprechern zu Hause, wo sie vielleicht noch so gerade 70 oder 80 Hertz hören und dann schön bei 27 Hertz Grundton irgendwie in die 808er reinhauen und sich dann wundern, ich höre die gar nicht, ich drehe die mal vorsichtshalber lauter. Ja. Und dann kommt das dann irgendwie zu mir und ich höre ja tatsächlich bis 20 Hertz irgendwie dank dem lieben Markus, der hier übrigens auch rumläuft. Markus Bertram, schon mal hier, genau, ne? Von MB Akustik. MB Akustik höre ich ja ziemlich gut bis ganz, ganz unten in den Keller. Ja, weil deine Anlage das abbilden kann. Oder spüre. Das ist ja weniger hören dann als spüren. Ja. Und dann erschrecke ich mich manchmal, wenn mir da auf einmal so eine Welle entgegenfliegt. Und deine Nachbarn wahrscheinlich auch irgendwie. Ja, gut, die sind aber das in dem gewohnt. Zuge, wenn ich an so eine Mucke denke, dann denke ich immer so an diese Ami-Videos, weißt du, wo so ein Caddy ist, irgendwie, der mit so hydraulischen Stoßdämpfern ist und dann macht er wupp, springt von links nach rechts, ne? Irgendwie. Und habe ich tatsächlich neulich einen Bericht gesehen über die chinesische Autoindustrie, weil die müssen auch gucken, wie ihre Autos lassen, diese E-Autos und so weiter. Und in China gehört halt auch Entertainment-System ins Auto. Das heißt, deswegen sind die auch mit den Entertainment-Systemen so vorne. Und da gehört aber eben nicht nur Entertainment dazu, die Karren machen das auch von sich aus. Das heißt, wenn du ein chinesisches E-Auto kaufst, dann macht er wupp, 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 kannst du auch so ein Ghetto-Video machen irgendwie. Nimmst du noch die Flex raus, holst du das Dach runter und dann zack, kannst du damit einmal so lange um die Eisdiele fahren, bis das Stracciatella nach Gummi schmeckt, um meinen Kollegen Atze zu zitieren. Schön durch Essen Cast. Ja, oder so. Ganz genau. Irgendwie so. Ja, schön. Ja, kann man auf jeden Fall sehr schöne Dinge machen. Aber ich weiß, dass wir jetzt gleich noch eine ganze Menge hier rumlaufen müssen. Außerdem müssen wir noch ein Franzbrötchen essen, weil wir sind in Hamburg. Wir haben ja eine Pflicht gegenüber... Normalerweise essen wir, für alle, die es vielleicht nicht wissen, wir essen normalerweise vorher Quarkbällchen. Da sind also so Gebäcke mit Zucker drumherum, damit wir ein bisschen Puls haben. Genau, in dem Fall haben wir das anders gemacht. Wir haben gefrühstückt einfach kurz vorher, ne? Und haben aber ein originales Hamburger Franzbrötchen hier mitgebracht. Das Björn jetzt in der Hand hält für alle, die es nicht sehen können. Ja, genau, nur als Beweis dafür, nicht, dass ihr Sorgen habt. In Hamburg gibt es nämlich keine Quarkbällchen, zumindest nicht da, wo wir eingekauft haben. Nicht in der Qualität, in der wir sie nicht erwarten würden. Nicht in der Qualität, also nicht mal, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Die Quarkbällchen-Sommeliers aus dem Münsterland, die müssen natürlich hier aufpassen, dass sie auch das richtige Zeug konsumieren. Ne? Ganz genau, deswegen haben wir gedacht, wir switchen auf das regionale Produkt um, auf ein schönes Franzbrötchen. Das werden wir uns jetzt gleich mit einer schönen Tasse Filterkaffee hier einverleiben. Genau. Und da muss ich gleich hier meine Recording-Block DAW-Versteher-Tasse verschenken. Die bekommt der liebe Klaus heute dafür als Dankeschön, dass er hier die Technik gemacht hat. Vielen, vielen Dank. Die wird in den Schrank der ganzen Tassen wandern. Und, wunderbar. Ich glaube, er wird vielleicht in der nächsten Studiosofa-Folge mal meine Standardtasse ersetzen. Ja, das ist doch mal eine gute Idee. Das sind zwei Podcasts, die haben sich sehr, sehr lieb und ich finde, das sollte auch entsprechend zelebriert werden. So nämlich. Wir können nämlich Dankeschön. Nur miteinander, Dankeschön, nie gegeneinander. Lieber Klaus, großartig. Wirklich danke hier generell an alle. Für Klaus, genau. Genau, für Klaus, für Marc, für alle von Sound Recording, hier von der Studioszene. Genau, an Marc auch Dankeschön genau, und alle, die hier mitgewirkt haben. Genau, und natürlich danke an alle aktiven Zuhörer hier, auch wenn das tatsächlich ein kleines bisschen spooky ist, irgendwie in lauter grün blinkende Gesichter zu schauen, weil natürlich alle diese Kopfhörer hier aufhaben und trotzdem irgendwie immer wieder schön vor Publikum, wir haben es jetzt ja ein paar Mal gemacht, aufzuzeichnen. Und für alle, die jetzt nicht dabei waren, nächstes Jahr gibt es bestimmt wieder eine Studioszene hier auf der LeadCon in Hamburg. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns hier in die Masse, ja, und werden mal ein wenig noch schauen und eventuell mit nochmal die Odyssees nochmal kurz antesten. Könnte passieren. Wir verabschieden uns auf jeden Fall von euch hier in Hamburg und von euch an den Radioempfangsgeräten.
und der liebe Jonas, andersrum, schalten Sie auch in 2 Wochen wieder ein, wenn der liebe Jonas Folgendes sagt. In einem schwarzen Teiche schwimmt eine weiße Leiche, nur der Hintern ist bemoost. Prost. In diesem Sinne. Ciao. Mach's gut. Ah, schön. Ach so, ja.